Dann würde ich mal sagen, können wir doch direkt auch mal mit Portal 2 starten. Ich glaube, das, was wir hier sehen, ist eigentlich sogar ziemlich gut das, womit wir letzte Woche Portal 1 beendet haben, und zwar der Kampf gegen GLaDOS und, naja, wo wir alles in die Luft gejagt haben. So, wir wollen ein neues Spiel starten. Ich bin mal gespannt. Ich kann mich da auch an nichts mehr erinnern. Das Spiel ist nämlich auch schon 10 Jahre alt und auch ungefähr genauso lange her. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Das ist laut, glaube ich. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Moment. Audio. Also es sah sehr laut aus. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Wie war das jetzt? Ich glaube, es ist immer noch recht laut gewesen, oder? War das in Ordnung? Okay. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Ja, Das bitte bin ist ich Kunst. schnell. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Dieser Buzzer-Sound ist einfach so. Brrrt, brrrt. Lass mich kurz mal gucken. Ansonsten, ich glaube, die. Huch, ich wollte keine Controller-Steuerung öffnen. Geh weg. Übrigens, Salamander, danke für 6 Monate Treue. Super geil von dir. Dann mache ich das nochmal ein bisschen lauter für mich. Den Buzzer-Sound als Subton. Ja, einfach nur. Brrrt. Selbst eingesprochen natürlich. Jan Bass. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren, Hallo? dass alle Jemand da drin? Testsubjekte das Enrichment Center umgehend verlassen Hallo? müssen. Alle Machst Testsubjekte, die du sich zu diesem heute Zeitpunkt noch noch im Hyperschlaf irgendwann die Tür befinden, auf? haben damit automatisch eingewilligt, Hallo? die Kannst, Zerstörung nein? dieser Anlage im Hyperschlaf zu Kannst du die überdauern. Tür aufmachen? Bei Das Fragen wäre oder ziemlich Bedenken dringend. Ja. Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Festhalten wir gut. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Ja, stimmt, jetzt wo ihr es sagt, das ist auch die deutsche Synchronstimme von Brad Pitt. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ich meine aber, ist das nicht auch die deutsche Stimme von Robert Downey Jr.? Wie geil. Ist es nicht auch die deutsche Stimme von Jack Black? Oh, von Tenacious D? Also Brad Pitt habe ich auch gerade im Kopf. Robert Downey Jr. nicht so. Und die von Jack Black halt auch. Also von Filmen, wo die mitgespielt haben, wo der synchronisiert hat. Auf jeden Fall eine richtig coole Stimme. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so.
Die Reaktorkernsicherung ist sowieso mal super. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Ach so, wenn es weiter nichts ist. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Was soll ich sagen? Hältst du die Stellung? Ist er noch da? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Ich geh mal hier hinten hin. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Okay. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich. Oh, hi. Du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay. Ich geh dann mal. So ist es gut. Viel Glück. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Okay, das war die Einleitung. Wir sind irgendwie hier reingeflogen gekommen. Halbblind oder semi-blind bedeutet, ich habe das Spiel das letzte Mal vor 7 Jahren gespielt. Ich habe nicht mehr so die größte Erinnerung dran, sagt er jetzt noch. Aber ich habe es zumindest schon länger nicht mehr gespielt. Der Humor ist mal wieder genial. Das Radio funktioniert nicht, also können wir es in die Tonne kloppen. Also ins Klo. Und ich finde es schön, dass wir quasi in der Startkammer vom ersten Teil wieder sind. Na gut, dann gucken wir doch mal, wie wir hier durchkommen. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Moment, was? Ich habe den Emanzipationsgrill durchlaufen? Was? Okay. Aber Wheatley ist schon mal echt genial. Der ist richtig witzig. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Hm. Okay. So, dann gehen wir doch mal hier ein bisschen durch.
Sieht ein bisschen kaputt aus. Aber nur ein bisschen. So. Einmal mitnehmen. Und dann kurz ablegen. Aktivieren. Mitnehmen. Und wieder auf die andere Seite. Und dann dahin. Jo, das kann ich gut. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Gut, dass... Nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Gut, dass die Info über mögliche defekte Gehörgänge per Audio übertragen wird. Alles verrottet, aber die Technik geht noch. Das ist Qualität. Made in Germany. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Okay. Animal King Takeover. Erstmal anbeten. King Turret. Was erwartet mich hier? Nichts. Na bitte, geschafft! Oh, hi. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Oh. Hallo? Oder auch nicht. Siehst du die Portalkanone? Nein. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Okay. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Oh. Das ist cool, das sind Gemälde von uns mit GLaDOS, dass die uns Kuchen gibt. Und dem Companion Cube. Und Leute, die durchdrehen. Und einer Portalkanone. Kann ich auch ein Portal drauf machen. Ich finde, das sieht auch ein bisschen flüssiger aus, wie ich hier mit dem Portal rumschieße. Oh, man sieht sogar so ein bisschen, wo das andere ist. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Das ist sicher gut. Oder so. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Gut, dass der Staubsauger noch funktioniert. Gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt ohne Musik weiter.
ist das Portal? Hä? Ach so. Da ist das Orange, ne? Ich hab schon gerade gefragt, wo das ist. Junkers, danke für 32 Monate Treue. Super geil von dir. So. Dann nehmen wir dich. Und stell dich da drauf. Das war schwer. Achso, hier beginnt die Kammer erst richtig. Wobei, Moment. Doch, ich kann ja da hoch. Zack. Und einmal nochmal und dann da hinten hin. Hopp. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Hab's kaputt gemacht. Aber keiner hat mir gesagt, dass ich Testobjekte zerstört habe. Das nehme ich einfach mal mit. Dann halt nicht. Moment. Jetzt nehme ich ihn doch wieder mit. Ich habe eine Kamera. Wie kann die eigentlich noch leuchten? Die hängt nicht mehr an der Wand. Es ist auch einfach dann... Oder die hat einen Akku. Das kann sein. Was ist da? Unreason. Was ist Unreason? Der Ungrund? Und mathematische Gleichungen. Also, T ist gleich T0 über Gamma. Aber Gamma ist gleich 1 minus V Quadrat durch C Quadrat hoch minus 1/2. Das bedeutet dann aber, dass... Was auch immer das da für ein Buchstabe ist, hoch irgendwas durch 4 mal irgendwas hoch 2 minus irgendwas hoch 2 durch V. Meine Güte, da hier mal eine Sauklaue. Kein Bock mehr, ich gehe. Oh, ich kann nicht gehen. Dann gehe ich halt in die Richtung. Kann ich auch nicht. Wo kann ich denn hin? Hier kann ich hin. Cool. Oh. Mein Cam-Buddy ist kaputt. Wird das Enrichment Center mit Feuerwellen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Remember your evacuation training. Einfach laufen. Okay. Komme ich irgendwie durch? So komme ich hier durch. Perfekt. Ich glaube, da sollte ich nicht reinfallen. Was löst du aus? Ah, dass da ein Block rauskommt. Das war echt gut getroffen. Du löst irgend das da aus, ne? Ja. Bringt mir das schon mal irgendwas? Hier muss noch ein Ding hin. Du löst aus, dass da was rausfliegt. Heißt, ich drück da mal drauf. Du fällst dann da rein. Ja, das hat fast funktioniert. Das war perfekt abgeblockt. Aber ich finde, man sieht schon an den ersten Räumen, dass es schon nochmal
quasi der erste Teil eben nochmal besser ist einfach. Bisher. Und es läuft auch einfach viel flüssiger alles. Also es ist auf jeden Fall ein sehr guter zweiter Teil. Heißt, es gibt Teste, wo Meteoriten ein ausdrücklicher Bestandteil sind. Kann sein. Muss ja auf alles gefasst sein. Das ist ein langer Aufzug. Aufzug into Ladezeit into Aufzug. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Okay. Please remain calm. In welchen Fällen? Was passiert denn da auf dem Bild? Achso, ich soll Leute grüßen. Hallo. Hallo, Chat. Kaputt machen. Plong. So, ich muss sie doch mit sich. Achso, ich kann die von hier aus nicht aktivieren. Ui! Flop. Moment. Ui! Moment. Kurz ablegen. So, und dann mitnehmen. Kirt, danke, dass du mir deinen Sub geschenkt hast. Super geil von dir. Ich habe auch das Gefühl, sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben. Willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Was mir auch so auffällt, die Kollisionsabfrage von den Gegenständen ist auch nicht, wird nicht mehr ganz so eng genommen, wenn man durch Portale fliegt. Im Normalfall war das dann oft so, dass das Ding einfach dann am Portal hängen bleibt und wir es verlieren. Aber hier wird es dann einfach doch mitgenommen. Was ich auf jeden Fall besser finde, so. So. Jetzt muss ich mir das Portal quasi selbst hinlegen, wo ich es hinhaben möchte. Ich denke mal dahin, ne? Und runter. Jo, sah schon mal gut aus. Und jetzt... Ah ja. Ah ja, dahin. Kurz mal ablegen. Da will ich hin. Komme ich da oben nochmal hin? Nee. Hat jemand Schluck auf? Aber ja, also der zweite Teil hat auf jeden Fall noch ein paar richtig geile Gimmicks, die später noch kommen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Also gedisst hat er mich nicht. Er meinte nur für den Fall, dass ich zu dumm, alt oder verstrahlt bin. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Irgendwie ist das hier auf dem Kopf. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay, also dahin einfach.
hindurch. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wider Erwarten doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Neues Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Bist du noch da? Könntest du mich vielleicht aufheben, wenn du noch da bist? Super, besten Dank. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Ich kann nicht, wenn du dabei zuguckst. Na gut. Okay, dreh dich wieder um. Bam. Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Okay.